Yo, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Heute mal mit einem Tipps und Tricks Video. Endlich mal wieder bringen wir das Segment zurück. Das war eines unserer beliebtesten Segmente überhaupt. Deswegen mussten wir es einfach zurückbringen. Auch wenn es halt immer schwer ist, Ideen zu finden. Deswegen, falls ihr Ideen zu dem Segment habt, könnt ihr es immer gerne in die Kommentare schreiben oder uns per Nachricht schicken oder sowas. Also, wir haben das Segment jetzt zurückgebracht: Tipps und Tricks. Und wie alle Videos, die wir seit unserer Rückkehr machen, haben wir das jetzt ein bisschen verbessert, ein bisschen geändert, das Format. Und zwar haben wir drei Schwierigkeitslevel eingeführt zu den Tipps und Tricks. Und zwar Obelisk Blue, offensichtlich für das Schwerste. Also, das werden dann so Tipps sein, die echt. Mir gefällt das Wort Pro nicht, aber die werden dann so Pro-Level sein. Das sind so Tipps, die könnt ihr dann auf Turnieren und so verwenden und euch einen Vorteil bringen. Einfach so Tipps, die euer Spiel echt verbessern werden oder sollten. Dann haben wir den zweiten Level sogar Yellow. Das werden dann meistens so Regelfragen sein oder einfach so Karteneffekte genau erklärt. Einfach damit man sein Basiswissen, Grundwissen und die Spielregeln besser kann. Und dann gibt es halt Slifer Red. Einfach genau wie bei GX halt die drei Level. Und Slifer Red wird halt für die neuen Spieler sein. Eher so Einführung, Kartenerklärung und sowas. Was ist das und was ist was und sowas. Also wir haben ja letztens dieses Spiritual Beast Combo Video rausgebracht vor kurzem. Die Idee, Tipps und Tricks zurückzubringen mit diesen drei Leveln, ist leider erst danach gekommen. Sonst wäre dieses Spiritual Beast Video wahrscheinlich Ra Yellow gewesen. Ansonsten heute halt ein Obelisk Blue, Tipps und Tricks zu Satellite Knight, beziehungsweise gegen Satellite Knight und hauptsächlich in Bezug auf Mystical Space Typhoon und Call. Es geht halt darum, wann man was am besten aktiviert, beziehungsweise wann man was am besten umspielt. Fangen wir mal an. In der Situation, dass wir gegen Satella spielen und wir halten den MST. Und die Situation ist halt, wir wissen, dass der Gegner höchstwahrscheinlich Call hat. Er hat zum Beispiel Unukai gemacht und sich Deneb auf den Friedhof gelegt. Und dann hat er halt richtig viele Verdeckte und eins davon muss halt Call sein. Oder das Spiel dauert schon ein bisschen länger und der Gegner hat alles im Grave, was er braucht. Zum Beispiel sein Altair und Deneb. Und ein Call auf Altair und dann Effekt Altair auf Deneb. Und dann Deneb Effekt könnte spielentscheidend sein. Jetzt, wann setzt man das MST am besten ein? Und zwar hat sich irgendwie halt als Norm festgelegt, dass die meisten Spieler jetzt einfach Endphase Call of the Haunted machen, weil die dann denken, dass man nichts mehr drauf aktivieren kann oder so und dass es halt irgendwie immer durchkommt, wenn man einfach Endphase Call macht. Und wenn ihr jetzt euren MST habt, dann ist es halt am besten, wenn ihr den nicht setzt, sondern in die Endphase geht, also und abwartet, dass der Gegner Endphase Call macht und dann könnt ihr das halt stoppen, indem ihr den MST dann aus der Hand aktiviert da drauf. Drehen wir die Situation mal um und wir sind jetzt der Satella-Spieler mit dem Call. Und wie wir halt jetzt gerade festgestellt haben, ist es nicht immer optimal, einfach Endphase vom Gegner Call zu aktivieren. Es kommt halt darauf an, wie gut dein Gegner ist, aber die meisten besseren Spieler wissen halt mit dem Call umzugehen und werden höchstwahrscheinlich den MST für die Endphase aufbewahren. Es ist halt sehr unwahrscheinlich, dass sie den MST setten, ihr dann Endphase einfach Call macht und das dann durchkommt. Klar gibt es Situationen, wo ihr Endphase einfach Call machen müsst, weil ihr kein anderes Play habt. Aber wenn wir die Option haben, den MST zum Spielen, dann sollte man das auf jeden Fall ausnutzen. Also wann macht es am meisten Sinn, in der Endphase vom Gegner den Call zu aktivieren? Und zwar, wenn der Gegner eine oder mehrere Karten setzt, dann ist die Chance halt höher, dass das MST entweder gesetzt wurde oder gar keins auf der Hand war. Ansonsten, wenn ihr glaubt, dass der Gegner etwas besser ist und den MST aufspart für die Endphase, dann aktiviert ihr ihn einfach in eurer Runde und geht halt dann in der ab. Nachteil ist halt, man kann halt nicht zweimal Altair machen, aber dafür ist es halt sicherer und man muss halt nicht unbedingt super mega abgehen. Drehen wir die Situation wieder um und wir sind wieder der Spieler, der den MST hält. Dann könnten wir als Option, um die Chance zu erhöhen, dass der Gegner Endphase das Call macht und unser MST drauf kommt, eine Fake-Karte setzen, zum Beispiel Pot oder Absat oder sowas. Also einfach irgendwas als Bluff setzen, damit der Gegner sich sicherer fühlt und dann Endphase halt den Call macht und wir den MST drauf machen können. Oft reicht es auch einfach schon, wenn ihr euren Zug beenden wollt, Endphase sagt. Also euren Gegner irgendwie unterbewusst darauf hinweisen wollt, dass es halt Endphase ist und dass er jetzt die Chance hat, Call zu aktivieren, um ihn halt irgendwie zu tricksen. Also wie ihr sehen könnt, das ist schon eine Menge mentales Denken. Was denkt der Gegner? Was denkt der Gegner, was ich denke und sowas. Und als Fazit kann ich einfach nur sagen, so wie es momentan gespielt wird, ist es für den, der MST hält, einfach am besten, das nicht zu setzen, sondern die Endphase abzuwarten. Und für die Satella-Spieler ist es besser, das nicht mehr einfach so random Endphase zu machen, sondern ein bisschen drüber nachzudenken und eher dazu zu tendieren, das in ihrer eigenen Runde zu machen. Ja, Leute, das war das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen. Wie gesagt, wenn ihr Ideen für das Segment habt,
könnt ihr uns gerne schreiben. Es ist echt schwer, Ideen für diese Videoreihe zu finden. Ansonsten wie immer, liken, kommentieren, subscriben. Checkt unsere anderen Videos ab. Und ciao.